Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Destiny 2 Xur. Heute ist Freitagabend, Xur, 19 Uhr. Ich warte jetzt nur darauf. Ah, neue Abenteuer verfügbar. Ich weiß nicht, wo Xur ist. Ich war jetzt einfach mal im Turm und ich denke mir, ich gucke einfach mal, ob er da ist. Kann ja möglich sein. Ach so, ich war gar nicht am Laufen. Ne, könnte ja möglich sein, dass er im Turm heute ist. Ich weiß es noch nicht. Ne, war ja gerade erst 19 Uhr die Umschaltung und neue Abenteuer verfügbar. Aber jawohl, Alter, der ist echt im Turm. Leute, Xur ist heute im Turm. Ich habe meine Intuition hat gesagt, Xur ist im Turm und Xur ist im Turm. So, dann gucken wir mal, was er hat. Moment. Kann ich von dem keine Waffe mehr kaufen, weil ich alles schon habe? Okay. Die habe ich. Die habe ich nicht. Ich zocke ja gerade einen Titan. Ich meine, die habe ich nicht. Ich gucke mal eben in die Sammlung, aber ich glaube, vom Titan habe ich eigentlich noch gar nichts. So. Ist auch so. Vom Titan habe ich noch nichts. Ich nehme sie mit. Weil, wenn ich meinen Titan oben habe und ich sowas schon im Petto habe, wäre ja nicht schlecht. Die habe ich sowieso. Und ich bin jetzt auf dieses Isochrone-Engramm gespannt. Also, wie gesagt, hier ist halt für den Warlock. Die Flügel der heiligen Morgendämmerung, die kann man sicher gleich am Anfang, ich glaube, wenn man die erste Mission oder so abgeschlossen hat, dann bekommt man für den Warlock ja sowieso die Flügel. Ist nice, keine Frage. Zumal, erstmal sehen sie toll aus und haben auch echt nette Perks. Also, ja, das ist schon eine tolle Rüstung. Und ich denke mal hier mit diesen Modifikationen bzw. mit den Perks. Ich gehe da jetzt einfach nur mal kurz drauf, damit ihr das einmal sehen könnt. Ich muss halt das Video auch so ein bisschen klein halten, damit ich das noch schneller hochgeladen kriege. Hier auch Ionenenergie. Ach so, Verbündete. Ich war da gerade verwirrt. Hier ist ja wieder das. Ne, ihr könnt ja, wenn ihr euch das genauer angucken möchtet, könnt ihr ja auf Pause drücken. Ich will jetzt nur einmal zeigen, was er kurz dabei hat. Hier diese Frost EE5, die waren schon öfter dabei für den Jäger. Die habe ich auch schon relativ früh bekommen. Und mögen nice sein, keine Frage. Ist halt hier. Dieses mit den erhöhten Granatennahkampf und Ausweichregeneration beim Sprinten. Ausweichen erhöht dein Sprinttempo. Ist okay, aber nicht das Beste. So, dann gucken wir noch auf das Engramm. Das hole ich mir jetzt auf jeden Fall auch. Und ich bin ja mal gespannt. Alter, du willst mich echt verarschen. Dieses Arbeitstier, ich hasse, Leute, ich hasse. Diese Waffe. Wisst ihr warum? Weil ich dieses mistige Scheiß-Automatikgewehr innerhalb von 2 Tagen viermal bekommen habe. Und irgendwann, wenn du das Ding noch öfter kriegst, dann kommt die Halsschlagader so weit raus. Boah, ey, darauf muss ich erstmal einen Schluck Bier trinken. Ich habe heute leider keinen Krombacher am Start, weil normalerweise trinke ich ja Krombacher. Ich bin ein Krombacher Trinker durch und durch. Aber gestern war ja hier Vatertag, hast du nicht gesehen. Und ich habe von Bekannten eine Kiste Veltins gekriegt. Man kann es auch trinken. Es ist jetzt nicht unbedingt das schlechteste Bier. Ist geschmacksähnlich dem Krombacher. Das Krombacher ist ein bisschen besser, finde ich. Aber ansonsten ist das Veltins eigentlich auch ganz okay. Man kann es trinken.
Und die hatten halt noch ein bisschen was über und da haben sie mir eine Kiste gesponsert. Finde ich natürlich nice. Props gehen raus an dieser Stelle. Finde ich klasse von euch. War nice. Und ja, ihr wisst jetzt, wo Xur ist. Xur ist im Turm. Und die Sachen, die er dabei hatte, waren okay, aber nicht der Burner. Ich kann hier was untersuchen. Lass mich verarschen. Ach, da unten. Dieses Terminal scheint als Forum von den Tote Orbit-Leuten benutzt zu Karate werden. Kid hat Abend an der. Geht's Ja, so, wie man toll. es erwartet. Die kriegen alle tolle Sachen und warum krieg ich nichts mehr Tolles? Nein, also dieses Arbeitstier. Boah, ey, ich könnte kotzen. Ich glaube, wenn ich für jedes Arbeitstier, was ich zerstört habe, 50 diese Splitter kriegen könnte. Hier, wie nennen sie sich noch? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, meine Freunde. Hier diese Verbesserungskerne. Wenn ich 50 davon kriegen würde, Alter, ich hätte jetzt schon 200. Da ich dieses jetzt auch zerstören werde, weil ich brauche den Mist nicht, ehrlich nicht. Ich habe die schon so oft, ich habe die auch schon im Tresor liegen auf 700. Und du kriegst drei Waffenmeistermaterialien da drauf geschissen. Das war mein Xur-Video, wo ihr ihn heute findet. Er ist im Turm. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe ja, dass ihr vielleicht irgendwas bekommt, was euch weiterhilft. Mir hat es nicht weitergeholfen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, wäre natürlich richtig nice, wenn ihr mich abonnieren würdet. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Ich denke, das macht jeder, der YouTube-Videos macht. In diesem Sinne trinke ich noch einen Schluck Bier. Ah. Ja, ich darf das. Und finde ich natürlich auch recht nice, dass ihr mir zugeschaut habt. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, gehabt euch wohl. Euer Destiny Opa. Ciao.